Warte, 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 ich bin noch nicht so weit. Stopp den. Du musst es noch ändern. Stopp den Roboter. So. Oh, du Kacke. Ein gewaltiger Roboter läuft amok. Wenn es so weitergeht, wird er nicht nur das Labor beschädigen, sondern die ganze Stadt zerlegen. Du solltest ihn stoppen können, indem du einen bestimmten Teil des Roboters berührst, der auf dem Display der Fernsteuerung angezeigt wird. Berühre den richtigen Teil, um dem Roboter Einhalt zu gebieten. Voll in die Eier! Können wir? Oh, das ist gemein. Welcher Teil? Boah, das ist gemein, sowas. Ich kann das nicht mal. Ich muss das lesen. Du hast auch gesagt, dass das lesen soll. Ich habe mitgelesen. Ja, aber du musst es nicht gleichzeitig sprechen. Okay, ein bestimmter Teil des Roboters, damit er den Geist aufgibt. Ist jetzt die Frage: Welchen Teil des Roboters? Wenn überhaupt ein Teil des Roboters. Aber ich denke eigentlich ja, aber. Also, er hat Beine. Aber ich denke, er hat zwei davon, deswegen wird es nicht ein Teil sein davon. Das ist ja eben die Frage, also... Hä? Ja, es soll ein bestimmter Teil... Warte mal, oben sieht man auch was. Einen bestimmten Teil berühren. Ja, sowas wie ein Ausschalter wäre ja nicht schlecht. Das Problem ist... Also ich meine, du hast es ja sofort gesehen. Das ist ja... Das heißt, es muss eigentlich was offensichtliches sein. Also ich hatte eine Idee, deswegen. Also ja, also war es doch geraten. Na, es gab schon Sinn. Und da, außerdem, da, direkt wo ich das berührt habe, kam ja dann schon, hast es gelöst. Du musst es ja nicht bestätigen. Mhm. Also du musst es halt gedrückt halten. Oh, wie gemein. Du musst es halt gedrückt halten. Glaube ich. Also du darfst nicht nur kurz rauftippen, sondern musst es gedrückt halten. Da auch nicht? Oh. Das sieht man ja auch kaum. Das habe ich, danach habe ich tatsächlich gesucht am Anfang. Dann. Nach einem Ein-Ausschalter. Ja. Krass. Ja. Also weil das war so, ist ja eine Fernsteuerung. Weg mit dem Saft. Apropos, her mit dem Saft. Ich hol mal Saft. Was denn? Muss ich mich bewegen? Boah, Frechheit. Also wirklich? Ja, also wirklich, Bewegung ist ja nur... Also, das hat der Arzt nicht verordnet. Ja. Möchtest du auch einen Schluck? Ja. Ja, nimm. So, weg mit dem Saft. Der Roboter wurde lahmgelegt. Der Stromschalter auf der rechten Hand war ein An-Ausschalter. Die stand... Was man über den Labor leider nicht sagen kann. Das Labor. Über das Labor. Den das Labor ist doch quasi... Den Labor. Den Labor, Gerät, Alter. Der Gerät ist amok gelaufen. Der Gerät. Der Gerät zerschneidet das Labor schweißfrei. Das ist aber kein Orber. Nein, das ist einfach nur Multivitamin-Grütze. Saft. Ja, Grütze-Saft. Nein, Quatsch. Aber der ist auch so wie der andere. Obwohl der von woanders ist. Ist ja auch egal. Ein einziger Knopfdruck könnte das ganze Schiff zum Stillstand bringen. Lass es lieber. Ja, ich weiß. Ernest, keine Angst. Ich fasse nichts an, was ich nicht anfassen soll. Da kommt mir ein Gedanke. Was sie so alles anfassen sollte. Mal. Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass ein einziger Knopfdruck das ganze Schiff zum Stillstand bringen könnte. Das ist doch garantiert eine Übertreibung. Und hören Sie bitte auf, mich anzufassen. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich Sie nicht anfassen soll, Emiliana. So, also ich habe alle Münzen schon
Ich glaube, ich auch, aber ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwo noch eine Kuriosität. Mhm. Hm. Bei einem fehlt uns ja eigentlich auch noch. Ja, aber nicht hinterher. Hm. Ich habe mal den kleinen Typen da angesprochen. Okay. Hm. Entschuldigung, dürften wir Ihnen bitte ein paar Fragen stellen? Ach ja, Sie ermitteln doch wegen des Diebstahls der Göttinnenstatue, oder? Na klar, was wollen Sie denn wissen? Ich bin übrigens Matt Rose. Matt Rose. Während der Zeit, in der der Diebstahl stattfand, war Captain's Tower mit den Gästen im Maschinenraum. Wer lenkte das Schiff, während er dort war? Das war ich. Doch das war nicht sehr schwer. Man musste nur darauf achten, dass das Schiff auf Kurs bleibt. Somit waren Sie also auf der Brücke, als der Diebstahl stattfand? Ja, so sieht's aus. Und wer bediente den Kran, als die Statue überhaupt erst an Bord gebracht wurde? Das war wohl auch ich. Wieso? Ah, Sie wissen also, wie man ihn bedient, Mr. Rose. Kann der Kran jederzeit verwendet werden? Nein, nein, ganz und gar nicht. Die meiste Zeit ist er abgeschaltet, um Strom zu sparen. Bevor man ihn benutzen kann, muss der Hauptschalter im Maschinenraum umgelegt werden. Wenn der Schalter auf Aus steht, macht der Kran gar nichts. Der Hauptschalter im Maschinenraum, was? Nur, das sieht ganz so aus, als ob man ein richtig langes Prozedere durchlaufen müsste, um den Kran in Betrieb zu nehmen. Ja, man muss in den Maschinenraum laufen, man muss den Schalter finden. Und Catriel einfach nur Knöpfe drücken lassen. Ja. Ja, das ist so. Niemand hätte ihn verwenden können, ohne den Einsatz vorher zu planen. Ja, genau. So, Stauer. Haben Sie es geschafft, einen Funkspruch ans Festland abzusetzen, Mr. Stowell? Ja, ich bin gerade mit der Übermittlung der Nachricht fertig geworden. Ich habe Kurs zurück in Richtung unserer Anlegestelle gesetzt. Die Feier kann ja jetzt ja unmöglich weitergehen. Och, warum nicht? Weiter Party machen und dann später drüber Gedanken machen. Wenn es sonst noch etwas gibt, was ich tun kann, um bei der Ermittlung zu helfen, dann zögern Sie nicht, es mir zu sagen. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie sie nach besten Kräften unterstützen soll. Aber da unsere Mannschaft nicht unbedingt die besten Kräfte hat, sollten Sie sich nicht zu viel versprechen. Aber wenn Sie mir noch mehr Fragen stellen wollen, nur zu. Hey, Captain! Imitiere die Simpsons. Vielen lieben Dank. Wir würden uns gerne nach dem Kram erkundigen. Dem Kram? Dem Kram. Kram. Ach ja, Sie haben den neben dem Ballsaal, oder? Ja, Mr. Onassis hat uns informiert, dass man in seiner Bedienung geübt sein muss, um ihn richtig steuern zu können. Ist das so? Absolut. Zunächst einmal bräuchten Sie aber den Schlüssel von mir. Oh, und es gibt keinen Ersatzschlüssel. Ich habe den einzigen. Der Kapitän trägt die volle Verantwortung für das Schiff, wissen Sie? Selbst der Eigner könnte den Kran nicht ohne meine Zustimmung bedienen. Oh. Sicher, Tüte. Ich verstehe. Also muss alles über Sie laufen, Captain. Ja. Und Mr. Onassis weiß das natürlich nur zu gut. Als er mich als Kapitän eingesetzt hat, vertraute er mir die Thames-Tanic in ihrer Gänze an. Anders gesagt hat Mr. Onassis also eine Menge Vertrauen in Sie. Er hat die See im Blut, dieser Kerl. Genau wie ich. Und er liebt dieses Schiff wirklich sehr. So sehr, dass er manchmal sogar an den... wie heißen die Teile? Schlot? Kamin-Dinger? Was? Hau wen raus? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wen ich raushauen soll. Naja. Ja. Ich weiß, dass er ein harter Geschäftsmann ist und ihn nicht jeder mag. Aber das ist nur eine seiner Seiten. Er ist auch ein ziemliches Weichwürstchen, das auch keiner mag. Was meinen Sie damit? Ich meine, dass er ein gutes Herz hat.
Und er hat ziemlich viel Luft im Kopf, aber das ist eine andere Sache. Als meine alte Firma pleite ging, hat er nicht nur mich angestellt, sondern er hat auch meine ganze Mannschaft übernommen. Deshalb haben wir alle noch Arbeit und noch dazu eine Arbeit, die uns Spaß macht. Er ist wirklich ein feiner Kerl, ungelogen. Das war unglaublich nett von ihm, dass er sie alle vor der Arbeitslosigkeit gerettet hat. So ist bei den Siebenhöfen normal. Sie können solche Dinge eben einfach machen. Ja, wie ich schon sagte, er ist ein feiner Kerl. Ich werde immer in seiner Schuld stehen. Ja, ich verstehe. Nun, vielen Dank für Ihre Zeit. Aber keine Sorge, ich werde seine Schuld bald zurückzahlen können. Bling. Bing, 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 bing. Der Kranschlüssel. Wenn man die goldene Göttin bewegen möchte, braucht man dazu den Schiffskran und für den wiederum den Schlüssel, den nur Captain's Tower hat. Was ist los, Perfetti? Haben Sie irgendwas irgendwelche Magenprobleme? Ist Ihnen was aufgefallen? Vielleicht habe ich Magenprobleme. Ich denke gerade über das Motiv da. Ja, also ehrlich gesagt, dieses Bild da an der Wand, das Motiv davon, das ist irgendwie... Motiv? Potzblitz? Ich dachte, Sie hätten hier den Hirnschmalz. Warum stiehlt man wohl Gold? Weil man es verkaufen kann. Ja, normalerweise würde ich Ihnen recht geben. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass es bei der Statue auch um Mr. Onessas Stolz geht. Und... worauf wollen Sie hinaus? Ich will darauf hinaus, dass das Motiv eben nicht Habgier, sondern Bosheit war. Aha. Vielleicht auch Rache. Wofür denn? Mr. Onessas hat sich beim Aufbau seines Unternehmens im Laufe der Jahre viele Feinde gemacht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter die Statue gestohlen hat, um sich an ihm für etwas zu rächen. Damit könnten Sie recht haben. In der Tat. Also, was meinen Sie? Sollen wir nochmal mit Onessas sprechen? Es sollten wir einer anderen Sache nachgehen. Ja. Was wäre das denn, Cat? Der Schalter im Maschinenraum. Der Kran, der nur, kann nur bedient werden, wenn der Schalter vorher umgelegt wurde, richtig? Als wir im Maschinenraum waren, bevor wir nach dem kleinen Engel besucht haben, war der Schalter noch auf seiner Ausposition, glaube ich. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Er war aus, ja. Ich erinnere mich daran, weil Catria ihn anfassen wollte. Doch sie wurde zurückgepfiffen. Oh, ja, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, wir sollten zurück in den Maschinenraum gehen und uns den Schalter nochmal ansehen. Ja. Na dann, mal los. Tück, 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 tück. Tschukka, tschukka, tschukka. Also, Moment. Wurde Catriel also rechtzeitig aufgehalten? Anscheinend. Boah. Oh, hallo. Was macht ihr denn hier unten? Wir stören nur ungern. Das machen wir hier unten. Wir suchen nach Sören. Ja, den wir... nicht gern stören, mit ja. Hören. Ja, und danach werden wir ihn betören. Aber wir ermitteln wegen der gestohlenen Göttinnenstatue, wissen Sie? Sie sind Schiffsmechaniker, oder? Genau das, Täubchen. Oh. Declan Schrubber heiße ich. Das hatten wir vorher in der letzten Aufnahme schon, dass der so heißt. Nee, das nicht. Das Täubchen. Das ist ja wohl der bekloppteste Spitzname. Declan Schrubber heiße ich, Täubchen. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten, Täubchen. Mann. Machen Sie nur weiter und ermitteln Sie, Schnucki. Okay, Schnucki ist noch immer. Ja.
Häubchen. Oh, ich würde da gerne so einen Insider einfließen lassen, ohne Schatzi. Den Insider zu erklären. Schatzi? Nee. Was? Es ist ein... Ja. Es ist ein Tier und sehr behaart, wollte ich sagen. Oh, er ist wieder an die Arbeit gegangen. Nun, er hat gesagt, dass wir ermitteln können. Also ermitteln wir. Nochmal den Schall... Nee. Ja. Ja, wo ist der? Links. Ach, der Schalter! Ja. Och, Mann. Der war auf rot, das stimmt.